Das ist unser Marzahn Hellersdorf. Hier leben wir. Hier gehen wir arbeiten, hier gehen wir zur Schule und hier kommen wir nach Hause. Marzahn-Hellersdorf ist ein vielfältiger Bezirk. Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher, um hier zu leben. Wir sind der jüngste Stadtteil Berlins und trotzdem haben wir es geschafft, einen eigenen, unseren Stil zu finden. Hier bin ich aufgewachsen und hier bin ich zur Schule gegangen. Das ist ein toller Bezirk, aber wir können ihn noch besser machen. Politik bedeutet für mich, den Menschen zuzuhören, ihre Sorgen ernst zu nehmen und Lösungen anzubieten. Jeder zählt bei uns. Berlin wächst. Ärztemangel und steigende Mieten sind ein großes Problem. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau und endlich genügend Kita-Plätze. Als Mitglied in unserem Bezirksparlament habe ich viele dieser Fragen angepackt. Jetzt will ich meine Arbeit im Bundestag fortsetzen. Hart arbeitende Menschen verdienen Anerkennung für ihre Leistung. Deswegen brauchen wir einen guten Mindestlohn und höhere Renten. Die Zweiklassenmedizin muss endlich aufhören. Gute Krankenhäuser, Schulen und Polizisten haben ihren Preis. Alle sollen dafür ihren Beitrag leisten. Darum müssen Milliardenerben und Steuerhinterzieher endlich zur Kasse gebeten werden. Ich bin Dimitri Geidel, der SPD-Kandidat für den Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf. Am 24. September ist Bundestagswahl. Bitte gehen Sie wählen.